Moin, ich bin Lutz und ich mache alles ein bisschen. Das wisst ihr ja. Und ihr wisst auch, dass ich das Auto leergeräumt habe und dass ich den Fußboden schon isoliert habe. Und jetzt bin ich fertig mit der Decke. Wenn ihr sehen wollt, wie das alles so gemacht worden ist und wie ein handwerklich nicht so guter auch mal geflucht hat, dann bleibt einfach da dran und guckt euch das an. Würde mich freuen. Alles klar, viel Spaß. So, ich habe mir jetzt 1,35er 6mm Amaflex zurechtgeschnitten und werde jetzt hier mit die Holzhäume da mit verblenden, so dass das auch isoliert ist. Hier mache ich dann nochmal eine extra Schicht drüber. Was ich dann noch mit den Fenstern genau mache, das muss ich nochmal gucken, das weiß ich noch nicht ganz genau. Na gut. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ne? Hab mich ja schon einmal wieder verrechnet. Ich wollte die 20 schneiden, habe dann aber vorsichtshalber nur 18 genommen. Der Handwerker. Gut. Moin! So, muss noch mal eben die Kamera richtig einstellen. Jo, ich mache heute weiter mit Isolieren. Wir haben gestern noch, meine beiden Söhne waren gestern im Hause und da haben wir gestern noch mal die große Platte darunter gehalten, um zu gucken, ob wir die da unterziehen können. Geht nicht. Also ich werde jetzt mal dementsprechend Stücke schneiden und die einzeln hinlegen. Versuchen dann eben diesen Übergang sauber hinzukriegen. Danach kommt dann eine Schicht Kork überweg und ja, dann sollte ich eigentlich fertig sein. Ich werde noch hier die Zwischenräume zwischen Fenster und Holm nochmal isolieren. Da werde ich noch ein bisschen drauf. Wird nicht allzu viel bringen, glaube ich. Ich habe auch kein 19er mehr, aber ich mache das dann mit 6mm. Kopfhörer sind einmal für Musik und einmal für kalte Ohren. Ist heute schon ziemlich kalt, also im Moment haben wir noch 4 Grad, morgens um 8:30 und ja, schön, wenn ihr weiter zuguckt. Uralte Schusterschere aus dem Fundus meines Schwiegervaters. Genial, um dieses Schaumstoff zu schneiden. Also altes ist immer noch sehr gut. Ja. Ich habe mir jetzt die 9mm Siebdruckplatte hier schon mal ausgebreitet, schon mal angezeichnet und ich werde jetzt immer zwischen den Holmen mir Stücke zusägen, die dann leichter sind und natürlich auch leichter zu biegen sind, dass ich die ein bisschen in die Wölbung anpassen kann. Mir ist gerade mein Mikrofon weggeflogen. alles klar, seid dabei. Obwohl, ich trinke jetzt noch mal im schnellen Kaffee.
Man sagt ja immer, die erste Platte ist die schwierigste. Man hat immer Angst, dass die nicht gerade ist. Habe ich auch. Aber irgendwann muss man mal loslegen. Ne? Versuche ich das mal alleine. Okay. Platte auf den Kopf. Also auch ein Freihandschnitt lässt sich sehen mit so einer kleinen Akku-Kreissäge. Sehr sauberer Schnitt. Gefällt mir sehr gut. Ich hatte erst gedacht, die Korkbahn komplett einmal durchzuziehen und dann Fenster auszuschneiden. Aber dadurch, dass das geklebt wird und dass hier so viele Kleinigkeiten sind, mache ich einzelne Stücke, einmal von hier und nochmal rüber. Ich glaube, das wird ein bisschen besser und ein bisschen sauberer. Nachher im Mittelsteg soll ja so und so noch was rüber, wie das funktioniert und ob das funktioniert, das weiß ich noch nicht. Ich muss wahrscheinlich auch noch mal hinten die Platten losmachen, um das Kabel da durchzuziehen. Aber schauen wir mal. Erstmal ein bisschen Kork verlegen. Jo, die erste Bahn klebt. Hab extra nicht gefilmt. Und zu Recht, weil ich doch ein paar Mal am Fluchen war. Ich habe das mit so einem Zahnspachtel, aber einem ganz feinen Zahnspachtel aufgetragen. Und ja, das geht zwar schon, aber es wäre eigentlich besser zu zweit. Man braucht nicht allzu viel auftragen, hoffe ich. Das Ganze wird hoffentlich nicht wieder runterkommen. Alles klar, ich mach weiter. Jo, zweite Bahn, das war das größte Stück. Da hat mir meine Frau geholfen. Und also ich bin eigentlich recht begeistert, obwohl man da jetzt noch nicht allzu viel von sieht. Aber so im Prinzip sieht das schon gar nicht schlecht aus. Gut, ich mache jetzt wahrscheinlich dieses Teil noch, wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich hier einmal noch unter Kabel verlege oder ob ich das rein weg hier hinterziehe, und zwar für die Deckenlampe. Und jo, sieht schon ganz gut aus. Weiter geht's. Was habe ich denn jetzt schon wieder ausgemessen? Sag mal, bin ich zu blöd, hier irgendwas auszumessen oder was? Verfluchte Scheiße! 35 und? Leck mir am Arsch! Hä?
Was soll die Kacke? Mein Gott, nein, ey. Scheiße. Fließrichtung hat, so wie das aussieht. Könnt ihr das sehen? Hinten die Platte ist natürlich in einer anderen Fließrichtung. Gut, hier noch ein bisschen. Ja, ich habe schon wieder eine Kante reingemacht. Aber ansonsten, hier gehe ich nachher ganz vorsichtig nochmal mit dem Messer bei und ziehe das raus. Ich glaube, ich mache erstmal Feierabend für heute. Das hat genug Nerven gekostet. Und es ist schon stockfinster draußen. Tschüss! Tada! Ich habe fertig. Also so das meiste. Ja. Werft einen kurzen Blick über das Ganze. Die Kanten muss ich noch schneiden, das mache ich aber, wenn es trocken ist. Hier lege ich auch was um zu. Bluetooth disconnected. Oh ja. Waiting for connection. Ja, gerne immer wieder. Immer wenn ich spreche, immer gerne wieder da rein. Ja. Soweit erstmal so gut oder so schlecht. Was ich jetzt so richtig verbockt habe, das sage ich euch nicht.